Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Sport in Schwerin. Dritte Liga Handball der Damen, der SV Grün-Weiß Schwerin empfängt die HV Hennstedt-Ulzburg, Kistorf kurz Huck, und die kommt mit einem guten Gepäck nach Schwerin gereist. 5 Siege in Folge. Das Negative daran, es sind die einzigen 5 in dieser Saison gewesen, deshalb stehen sie noch hinter dem SV Grün-Weiß Schwerin. Das wollen sie hier heute ändern, denn es ist nicht nur das letzte Spiel der Hinserie, sondern auch das letzte Spiel des Trainers, der HF Huck, der berufsbedingt aufhören muss. Und die Mädchen wollen ihn heute beschenken. Ob das gelingt, das sehen wir uns jetzt an beim Spiel Grün-Weiß-Schwerin gegen HF Huck. So, damit herzlich willkommen hier auch vom Kommentatorenplatz
Ja, beim Spiel des SV Grünwald-Schwerin gegen HF Huck. Und das Motto des HF Huck, Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Bei Huck sind es inzwischen 5 hintereinander. 5 Siege haben sie hintereinander einfahren können. Heute soll Nummer 6 eingefahren werden und danach die Weihnachtslieder umgeschrieben werden. Zumindest in Hennstedt-Ulzburg. Und Kissdorf. Zu verhindern versucht das heute der SV Grünwald-Schwerin. Und analysieren wir an meiner Seite das Spiel wieder. Roberto, schön, dass du mit dabei bist. Hallo, guten Abend. Ja, und auf geht's ins Spiel mit Anwurf für Huck. Der Block von Schwerin, der erste von Daniela Ernst. Er wirkt mir ein bisschen behäbig, wie Hockey anfängt. Ja, eben war es gerade zu sehen, waren unheimlich schnell am Kreis verschwunden mit 4 Spielerinnen. Das heißt, es sind nur 2 Passstationen vorhanden. Man muss sehen, wie sich das jetzt. Ich denke mal, sie werden ein gutes Aufbauspiel haben mit vielen taktischen Varianten. Aber momentan tun sie sich recht schwer mit dieser gut gestellten 6-0 Abwehr. Ja, passives Spiel auch angezeigt. Pesic. Kein Problem, Pfannepöschel diesen abgeprallten Ball zu nehmen. Und Schwerin mit viel Tempo und Steffi Dubaut im 1-0. Ja, mit dem Tempo kann man jede Mannschaft Probleme machen. Eben. Mit dem Tempo kann man jeder Mannschaft Probleme machen. Auf jeden Fall, wenn so wie jetzt die Steffi Dube wieder auf ihrer ungeliebten rechten Seite spielen muss, muss ich sagen, hat sie verdammt gut umgesetzt, hat die Finte nach außen gesetzt, nach innen gegangen, hat das Loch gerissen und hat natürlich verdammt viel Platz gehabt. Hat sie ganz toll gemacht, in den letzten Wochen ihr auf rechts außen noch nicht so gut gelungen. Aber wenn sie so startet, kann das natürlich auch für sie heute ein besseres Spiel werden. Aber die Schweriner rücken gut raus, leistet gute Abwehrarbeit, aber das Tor jetzt für die Gäste, Tina Bezic mit dem 1-1. Joda Benk, und den hat sie gut rausgefischt. Oh, schlechter Pass nach vorne. Die Künzel steigt hoch, kann super einnetzen, 2-1 Führung. Da haben wir den Badlauf, fast mit dem Ball gewinnen. Jetzt über außen, schlechter Winkel, trotzdem das Tor, der Ausgleich. 2-2. Von Hani. Ja, und der Trainer von Huck zeigt es an, da kann man auch auf Stürmerfoul entscheiden. Nein, ich denke nicht. Weil das Joda in der Vorwärtsbewegung ist und weg vom Mann springt, ist es noch kein Schimmerfoul. Nimmt sie den zweiten Arm natürlich in die Vorhalte. Könnte man darüber nachdenken, aber in diesem Fall nein. Und Vivian Badlau ist da liegen geblieben. Man muss auch immer differenzieren, provoziertes Schimmerfoul
oder so wie gefordert vom Gegner. Es ist ein Stimmenvoll. Es ist natürlich die Aktion, der Arm kommt, diese Bewegung nach vorne, sie springt am Mann vorbei, ist alles korrekt. Das fordert natürlich der Trainer, weil er eine Vorwärtsbewegung von dem zweiten Arm sieht. Es gibt das progressive Stimmenvoll, wo man wirklich mit der Schulter und mit Kopf unten reinrennt. Ist natürlich offensichtlich, das müssen die Schiedsrichter sehen. Das war schwer zu entscheiden, ob das Stimmenvoll wäre oder nicht. Und damit, finde ich, ist die Entscheidung richtig gefallen. Es war kein Stimmenvoll. Ja, und wir haben leider ein bisschen Probleme beim Luft bekommen, aber jetzt sitzt sie schon wieder und schüttelt es von sich ab und jetzt schüttelt sie wieder. Wir werden Bad laufen. Aber es geht weiter beim Stand von 2-2. Und das war gar nicht so schlecht gespielt. Das Kreisler-Spiel kommt nicht ran und es ist wieder Vivien Bartlau. Und der Treffer jetzt für Grünwald Schmarin. Und die gelbe Karte für Rabea Diekmann. Ja, so funktioniert Handball. So eine Verletzung, sag ich mal, abzuschütteln, weiterzumachen, den Schmerz beiseite zu drücken und dann das Tor für seine Mannschaft zu machen auf der Gegenseite. Ist es dann erneut Hanni mit dem Treffer zum 3-3. Steffi Dubel mit dem Ball verlost. Und der Treffer für Huck durch Laura Neu. 3-4. Und gut, dass Joda da die Hände weglässt. Auf jeden Fall, weil das ist natürlich eine klare Aktion dann in den Körper. Hat keine Chance auf den Ball. Daher ist es auch die beste Lösung, gerade in so einer Situation, die Hände vom Ball zu lassen, vom Mann zu lassen. Lieber den Torhüter im 1-1, vielleicht hat der Torhüter Glück. In diesem Falle, jetzt haben wir hier hinten Glück in der Abwehr. Vorher der Treffer, glaube ich, von? Ja, von Benny Künzel. Per Hüftwurf. Da hat sie schnell reagiert, schneller als die Abwehr. Und ist so erfolgreich. Der Ball aber leicht weggegeben. 5 Minuten, 8 Tore, ich denke, so kann es weitergehen. Solange es keine Hetzjagd wird hier und es soll ein rassiges Spiel sein, hoch und runter, klar, fair geführt. Aber ich hoffe nicht, dass wir nachher bei 35-35 landen und die Nummer 11. Ja, Sina Bischek mit ihrem zweiten Treffer. 4-5 und Joda schenkt den Ball weg. Das ist jetzt der dritte technische Fehler hintereinander. Einer wurde noch nicht mal gepfiffen, da hat man den Vorteil laufen lassen für Huck. Da müssen sich die Mädels aus ihrer stabilen Abwehr müssen natürlich auch kontrolliert nach vorne arbeiten, erste, zweite Welle. Und das sind natürlich leicht verschenkte Möglichkeiten. Hier sehen wir auch schon, dass Anna Pösche sich jetzt schon warm macht. Ja, um vielleicht einfach mal Huck in ein anderes Wurfbild zu zwingen. Wieder der technische Fehler, schön ausgespielt. Und der Ball ist nicht drin. Rabelek mit dem Fuß am Ball und mit Hilfe von beiden Pfosten. Ja, das Tor hätte auch danach nicht gezählt, dadurch, dass Naomi ihn gehalten hat. Bekommt die Gegenspielerin nochmal an den Körper. Das zählt nicht. Damit ist das, egal ob der Ball im Netz landet oder nicht, es ist kein Tor. Und Wendy Künzel steigt dagegen zweimal hoch, 5-5. Ein wahnsinniges Tempo, was beide Mannschaften jetzt anschlagen. Aber ich glaube nicht, dass wir das über die volle Distanz gehen können. Zu wünschen wäre es einem ja, aber ich denke nicht. Also man wird wirklich Phasen haben, wo es etwas ruhiger ausgespielt wird. Weil es ist ein enorm hoher Substanzverlust und es ist auch Kraftraum in der Abwehr. Und beide Bänke sind zwar voll besetzt, aber man muss ja nun nicht das Glück herausfordern. Nee, das muss man in der Tat nicht. Und Pischek, den Ball weg, passives Spiel wird gefordert auf Berliner Seite. Und Abelek hält den Ball. Technischer Fehler gefordert, Steffi Dube, vorbei am Tor. 5-5.
bleibt es also. Und Anna Pöschel hat sie wieder hingesetzt, nachdem Naomi Nabilek der zwei Bälle gehalten hat. So, ist das denn auch so ein psychologisches Mittel einfach, dass man den zweiten Torhüter sich warm machen lässt? Ja, natürlich. Naomi hat wahrscheinlich selber angezeigt, sie kommt momentan nicht so richtig klar mit den Würfen. Aber mit zwei starken Aktionen bestärkst du dich selber als Torhüter, hast wieder Selbstvertrauen. Und es ist auch nur ein Fingerzeig, denke ich mal, auch von Andreas Bartlau, dem Gegner zu zeigen, pass auf, ich habe einen zweiten Torhüter, auf den ich mich 100% verlassen kann. Und ich bin jederzeit bereit, ihn zu wechseln. Ja, beide Torhüterinnen haben sich im Laufe der Spielzeit auch schon auszeichnen können. Und da ist sie wieder. Nabilek, stark gehalten. Daniela Ernst und der Treffer und die 2-Minuten-Strafe. Gegen Laura Neu. Das war jetzt ein Spielzug, der idealer nicht laufen kann. Erst der wahnsinnig gehaltene Ball von Nabilek, der schnelle Konter, das Tor und die 2-Minuten-Strafe gegen den Gegner. Ja, sowas schmeckt immer am allerbesten, klar. Nun muss man sich aber auch beweisen, um mit 6 Mann wirklich diese 5 Angriffsspielerinnen zu stoppen. Eine hohe spielerische Qualität wird Hook haben. Und wir lassen uns mal überraschen, was sich jetzt einfallen lassen. Jetzt gibt es die kurze Deckung hier auf Pesic. Ja, die gefährlich aus dem Rückraum. Hat der Bartlau auch die Hand dran. Und es gibt Gelb für Daniela Ernst. Ja, da war eigentlich kein Durchkommen. Daniela Ernst hält den Ball fest. Da weiß ich nicht genau, wo sie Anja Haupt dahin wollte. Jona Wenk, Tor. Für Grün-Weiß. Ja, aber das wirkt mir immer wieder wie ein Anrennen gegen eine Mauer, was Hook da versucht. Ja, das probate Mittel ist natürlich, wenn man keine Mittel hat. Immer wieder ran an die Abwehr, sich festmachen lassen, 9 Meter stellen. Das ist die einzige Möglichkeit, die sich dort in dem Fall ergibt. Das versucht Hook auf eine gewisse Art und Weise zu nutzen. Aber die Schiedsrichter gehen noch nicht drauf ein. Jetzt hier eben einmal eine Situation. Aber ein passives Spiel jetzt angezeigt, jetzt muss Hook abschließen. Und sie machen es erfolgreich über Anja Haupt. Block schlecht gestellt. Ja, das darf natürlich nicht passieren. Sie ist die Kleinste gerade im Aufbau gewesen. Sie springt ein wenig hoch. Da geht keiner raus, da kommt kein Block. Es ist unheimlich schwer für die Torhüter, diesen Wurf noch zu sehen, weil sie sieht ihn sehr, sehr spät. Und da ist eine Hook-Spielerin zu Boden gegangen. Jetzt das Spiel unterbrochen. Der Trainer von Hook hätte das gern früher unterbrochen gesehen. Verständlicherweise. Nee, das will ich gar nicht mal sagen. Er hat nur noch einmal dargeschildert dem Schiedsrichter, was passiert ist, was er gesehen hat, was die Schiedsrichter übersehen haben. Er hat einmal gesagt, ging der Arm hoch, also der Ellbogen zum Kopf oder zum Kehlkopf, ich weiß es jetzt gar nicht genau. Und das ist das, was er kurz moniert hatte. Aber wie gesagt, es ist unheimlich schwer für einen Schiedsrichter, der natürlich auch in der Vorwärtsbewegung ist bei sowas, unheimlich schnell zu entscheiden. Und wie gesagt, man wartet kurz ab. Es gibt einen gewissen Vorteilsmoment, den haben sie abgewartet. Und damit ist die Entscheidung vollkommen richtig, jetzt abzubrechen. Behandlung, alles gut. Svenja Skalnik hat da scheinbar was abbekommen, aber es geht auch weiter für sie. Ein bisschen Eis und viel Adrenalin und dann geht's weiter. Schöne Idee von Erdmann auf Ernst. Oh, das war klasse gespielt. Und der Ball ist drin. Hook verkürzt, Anja Haupt. Ne, gleich sogar aus, 7-7. Ja.
Ja, ist das. Ist das ein 5-1, was Hook da jetzt spielt, oder ist das schon fast Manndeckung gegen Wendy Künzel? Also im ersten Moment wirkt es wie eine 5-1-Deckung, sobald Wendy auf die Abwehr zieht, so wie jetzt, weil der Ball. Oh, schön war der gespielt. Und Bartlau mit dem Treffer. Sobald der Pass von der Seite kommt, kommt sie noch weiter raus, oh, noch offensiver, um das Passspiel natürlich zu Wendy Künzel zu unterbinden. Navilek mit der Parade. Steffi Duber nicht mit dem nötigen Schwung. Schön weitergeleitet. Erdmann und Treffer. Das war so schnell gespielt in der Verlängerung. Ja, man hat aber den Willen eben gesehen, von jeder Einzelnen miteinander zum Erfolg zu kommen. Und das war eben das Ausschlaggebende an der ganzen Geschichte. Und jetzt gibt es die Auszeit vom HF Hook. Das war alles okay, aber jetzt macht ihr genau die Fehler. Ihr wisst, wie Schwerin spielt. Ihr müsst erstmal eure Chancen ruhiger und geduldiger, mehr ohne Ball bewegen. Und was macht ihr? Ihr schiebt nicht rüber. Es kann eben nicht sein, Tina und Rabia, du hilfst aus, du musst deinen Gegenspieler alleine haben und du bleibst beim Außen. Das ist ganz egal. Die ist zu stark, die Vivian Bartow. Die könnt ihr nicht lassen. Hallo, und wenn es eng wird, wenn die Land spielt, immer die Neun schließt ab. Das ist so. Du nimmst die Neun jetzt mal raus, Mama. Zwei, drei Angriffe weg und dann lässt sie mal wieder zurückfallen, okay? Ja, ganz interessant, was der Hook-Trainer da sagt. Unter anderem, Vivian Bartlau ist zu stark, die könnt ihr da nicht freilassen, die müsst ihr zustellen. Und zum Zweiten, auch in der Abwehrvariante, zwei, dreimal wenn die Künzel rausnehmen und dann mal wieder zurückfallen lassen und mal wieder eine 6-0 spielen. Also variabel spielen letztendlich. Ja, sicherlich. Es ist immer ein probates Mittel. So wie wir eben schon erkannt haben mit dieser 5-1-Deckung und dann 5-1-Deckung ganz offensiv. Das ist das, was er nur auch gerade nochmal angesprochen hat. Ein bisschen ihre Kreise einengen. Ist ihnen jetzt noch nicht gelungen vorne. Weil auch Wendy kann sich ja dementsprechend zum Kreis einlassen. Weil sie auch eine verdammt gute Kreishelferin ist. Das heißt, man macht sie vielleicht für den Moment. Wieder die Parade. Ja, da wollte die Hanni da noch einen Freiwurf haben. Meint da behindert worden zu sein. Und Pesek, Nabilek, letzte Parade. Und es geht zurück hin und her. Vivian Bartlau. Da war kein Durchkommen. Ja, da halten die Schiedsrichter die Teilnahme, um vielleicht auch die Gemüter etwas zu beruhigen. Nicht die schlechteste Idee. Torwartwechsel bei Hook. Ja. Ja, jetzt auch der Torwartwechsel bei Hook, der mit der Auszeit kam. Laura Ristau jetzt im Tor. Für Miriam haben. Oh, schöne Finte von Wendy Künzel. Deutet den Wurf an über Daniela Ernst und macht dann den Schritt nach links und nutzt die Lücke zum 10-7. Ein bisschen Provokation jetzt auch im Spiel. Ich glaube, die beiden werden keine Freunde mehr, Vivian Bartlau und Rabea Diekmann. Die werden heute sich noch einige Gefechte liefern. Ja, Pesic mit dem Treffer jetzt um 10-8. Ja, sicherlich. Vivian Bartlau lag ja einmal schon am Boden. Das hat sie mitbekommen von Rabea Diekmann. Und jetzt. Sie hat daraufhin das Abschlagen verweigert. Das hat ihr wiederum Rabea Diekmann etwas übel genommen. Aber das sind Kleinigkeiten, die erledigen sich nach dem Spiel.
Ja, und wie erklärt das Ganze mit ihrer sportlichen Qualität, denke ich mal, und beweist sich damit. Und zum Ball von Vivien Erdmann, wenn sie ihn nimmt, muss er natürlich aufs Tor kommen. Das ist natürlich auch eine schwierige Situation, hat einen langen Weg vor sich gehabt. Anja Haupt ist das, glaube ich, die jetzt gerade trifft, ja? Ja, Anja Haupt mit dem 10-9. Na, Vivien Erdmann hat einen langen Weg vor sich, von halb links bis auf die fast halb rechte Position. Und jetzt kommt das Pech dazu bei Joda. Ja, Glück für Schwerin, dadurch, dass auch Einwurf ist. Wir haben eben die Szene gesehen mit Vivien Erdmann, die auf die Laura Neu draufläuft. Der Hauptrainer fordert Stürmerfoul. Es gibt aber auch eine Passage im Regelwerk, die legt der Foul auf die Verteidigung auf. Jetzt das Tor von Wendy Künzel. Nämlich, wenn der angreifende Stürmer den Ball aufnimmt, noch gar nicht nach vorne guckt und dann auf den Verteidiger draufläuft, ist es eigentlich ein klares Foul vom Verteidiger. Ja, bei dieser Situation war mir, ich denke mal, relativ einfach. Der Ball kam ja erst in dem Moment. Sie beide gucken zum Ball, sie gucken nicht zum Gegner. Prallen aufeinander, das ist ja urtypisch beim Handball. Das gibt es, passiert so oft, passiert 5-6 Mal im Spiel. Unbewusstes Zusammenrasseln. Deswegen, da kann man keiner Spielerin da irgendwie was nachsagen, Unfairness oder ähnliches. Das ist ein Foul wie jedes andere. Und es ist immer nur schade, wenn es manchmal, wie du sagst, auch den Falschen trifft bei der Bestrafung. Anja Haupt scheitert jetzt an der Latte. Und Grünwald-Schwerin nimmt Tempo auf, wird aber gestoppt. Aber wenn die Künze mit dem Posttreffer, Steffi Dube, am Tor vorbei. Aber es scheint an sich irgendwie das gewollte Rezept von Grünwald-Schwerin zu sein, über den schnellen Angriff zu erfolgreich zu sein. Ja, und natürlich auch die Qualität, die Wendy Künzel ausstrahlt im 1-1. Und auch im Betrachten einzelner Spielsituationen, wo sie blitzartig einen abschießt oder den freien Nebenmann sieht. Das ist eine Qualität, die hat Wendy Künzel. Und jetzt sehen wir hier auch die komplett kurze Deckung. Auch Wendy zieht sie jetzt in den Kreis zurück. Das habe ich auch so erwartet. Ja, Daniela Ernst geht dafür raus und macht den Treffer an. Von Wendy Künzel. 12-9. Ja, man spielt ein sehr variables Spiel auf Seiten von Grünwald-Schwerin. Und jetzt macht sich Marie-Christine Schossig bereit, ins Spiel zu kommen. Und der Treffer von Bezic zum 12-10. Und Erdmann durch die Hände von Ristau. 13-10. So. Das war irgendwie wenig Kraftaufwand, 2-3 Schritte aufgestiegen, den Block beobachtet, den Torwart beobachtet und dann zimmert sie das Ding nach oben kurz in die Ecke. Keine Chance für den Torwart und toll gemacht. Ah, sieht aber doch unglücklich aus, weil sie quasi durch die Hände kriegt. Ja, das wäre der Moment. Es ist eigentlich die Torwart-Ecke, weil die Blockecke ist lang. Muss sich der Torhüter selber ankreiden. Oh, da bekommt Vivien Erdmann von Pesic den Ellbogen an den Hals, aber das war eher unglücklich als alles andere.
Assistentin wieder Vivian Erdmann. Geht weiter. Ich denke mal, hat sie wenig Luft bekommen gerade einfach. Durch den Treffer an dem Hals. Aber wie gesagt, unglückliche Situation, aber keine Vorwurf an Pejic. Das ist etwas, was leider passieren kann. Ja, das ist ja das, was wir hier vorne auf der anderen Seite auch hatten mit diesem Zusammenlaufen. Das sind Situationen, die sind nun mal im Spiel, die hören dazu. Ja, Steffi Dube wurde ein bisschen allein gelassen. Ist er nicht wohin? Und schoss sich jetzt am Kreis für Ernst. Wenk scheitert. Zu einfach der Ball halb hoch. Pisic und Nabilek. Aber auch das, ein halb hoher Ball wie vorher von Yoda. Und halb hoch ist immer schlecht. Schlimmer Foul. Richtig entschieden, ja, bleiben beide liegen. Wird trotzdem weiter gespielt. Und Pisic jetzt mit dem Treffer. Oh. 13-11. Da soll noch mal einer sagen, im Frauenhandball wäre nichts los. Okay. Oh, kleines technisches Problem, bitten wir zu entschuldigen natürlich. Hatten wir gerade am Ton und trotzdem das Spiel geht mit unverändertem Speed weiter. Und jetzt gibt es noch Gelb für Julia Wenk. Jetzt erneut mit der Parade und Antti Thormann kommt jetzt für Yoda Wenk. Ja, folgerichtig, weil vor zwei Wochen, muss ich sagen, hat Antti Thormann mich wirklich überzeugt bei ihrem Auftritt hier in der Halle. Also spielerisch, wie selber auch gefährlich geworden. So habe ich sie lange nicht spielen sehen und ich freue mich drauf. Ja, und Vivian Erdmann nimmt sich den Wurf. Klasse Tor. 14-11. Ja, Yoda hat sicherlich die etwas schnellere Spielerin. Antje hat wahnsinnig viel Übersicht bewiesen im letzten Spiel. Ja, das, genau das ist nämlich der Unterschied. Jetzt wird natürlich die schnelle Bewegung wird jetzt von der anderen Seite von links wahrscheinlich kommen. Und Antje wird nachstoßen. Aber wie gesagt, sie hat so viel Erfahrung auch schon mittlerweile und auch so ein gutes Auge, dass sie da ihre kleinen Defizite in der Geschwindigkeit, denke ich mal, wieder kompensiert. Ja, ich denke, das ist auch ganz gut, dass Schwerin diese Variante einfach hat, dass man nicht nur die schnelle Variante spielen kann über Yoda, sondern eben die Übersichtsvariante über Antje Thormann. Das macht es für die gegnerische Mannschaft noch etwas schwerer ausrechenbar. Und dann ist er ja auch immer noch Wendy Künzel, die aus dem Rückraum werfen, aber auch mit Übersicht agieren kann, so wie Vivian Erdmann, die auch beides kann. Und es gibt Abwurf. Lenny sollte sich natürlich jetzt nicht zu extrem aufreiben. Sollte sich ruhig ab und an mal aus dem Angriff raushalten, damit das Spiel wieder breit gemacht werden kann. Also das war nicht mit Absicht weitergeleitet, aber es war gut. Und der Treffer von Hani.
Nabilek mit dem gehaltenen Ball. Das müssen wir natürlich ein bisschen nachreichen, den technischen Fehler bitten wir erneut zu entschuldigen. Haupt hat er getroffen für den HF Huck. Und auf Schweriner Seite war es Vivian Erdmann. 16 zu 13 der Stand nach 25,5 Minuten. Ja, und der Ball weggeschenkt von Huck. Nicht abgepfiffen. Technischer Fehler von Badlau. Und Pesic jetzt alleine. Lässt sich festmachen. 4 Minuten noch in Halbzeit 1. Na, der Block. Und kein Problem für Nabilek. Tormann mit dem Block für Künzel. Und gibt Freiwurf für Grün-Weiß-Schwerin. Und das ist, glaube ich, Marie-Christine Schossig, die da was abbekommen hat. Einmal durchatmen. Ja, Schwerin versucht immer wieder, Benny Künzel ins Spiel zu holen. Also es war schon zu linkslastig. Die rechte Seite wird ein bisschen außen vor gelassen. Idee von Antti Thormann gar nicht so schlecht, aber Benny Künzel hat da nicht mitgedacht. Nö, haben einige nicht mitgedacht eben. Wie gesagt, es ist sehr linkslastig gerade hier vorne in der Angriffsbewegung. Und die rechte Seite mit Antti Thormann und Stevie Duhl kommt nicht wirklich zur Geltung. Man sollte sie wahrscheinlich mit einbeziehen, damit man wieder breit spielen kann mit unheimlich hohem Tempo. Dann ergeben sich auch wieder die Lücken, die sie brauchen. Ja, die Frage ist natürlich, ob man Antti Thormann nicht eher mittig ziehen sollte. Jetzt gibt es die Auszeit vom Grün-Weiß-Schwerin. Und gucken wir mal an, was Andreas Badlau dazu sagt. Kreisläufer, sprich Marie, jetzt rauskommt und die Sperre dort stellen. Und dann verlagern wir die ganze Sache nach der linken Seite. Ja? Und dann mit Schwung kommen. Dann haben wir da eine richtige Überzahl. Und lässt sich nach der Sperre wieder reinfallen. Dann kann sie entscheiden, der Ball zum Kreisläufer wieder gespielt oder wir den weiterspielen. Aber auf die Nahtstelle ziehen und dann ist ganz klar ein Tor jetzt. Los jetzt hier. Hopp. Ja, die Anweisung von Andreas Badlau ganz klar für die Offensive. Zum einen Hektik rausnehmen aus dem Spiel und dann klare Aktion. Marie Schoss, ich soll jetzt ein bisschen rauskommen aus dem Kreis, die Sperre stellen für Wendy und dass sie dann entscheiden kann, ob sie dann wieder an den Kreis ranspielt oder ob das eben weitergeht, auf die Nahtstellen suchen und die klare Tormöglichkeit suchen, klare Tore machen. Ja, so haben wir es ja gerade eben auch schon fast geschildert. Das heißt, wenn man alle mit einbezieht, ergeben sich durch das schnelle Passspiel natürlich Möglichkeiten, dann kann man wieder auf diese Lücken schießen. Und da ist der Pass an den Kreis von Antje Thormann. Und jetzt gibt es nochmal Gelb für Huck und 7 Meter für Grün-Weiß-Schwerin. Und es trifft Anja Haupt. Ja, Skupnik. Ja, Ann-Kathrin Skupnik. Ein Fehler meinerseits, aber der Ball von Wendy Künzel, der ging doch schon deutlich daneben. Das habe ich lange nicht gesehen, sowas bei Wendy.
Ich denke mal, sie ärgert sich am allermeisten darüber. Sicherlich. Und der Treffer jetzt von Hock durch Laura Schlüter. Aber ist das auch der Preis, den sie zahlt, dass sie sich da so aufreibt gerade? Also wenn die Künste... Ja, natürlich. Sie, hohe Laufbereitschaft. Kampfgeist ohne Ende. Aber eigentlich kenne ich Wendy so, dass sie das eigentlich in gewissen Phasen ruhiger laufen lässt, mit sich wieder ein bisschen aufpusht. Aber in der Phase hätte sie vielleicht nicht werfen sollen, sondern die Verantwortung weitergeben. Ja, und jetzt haben wir, um das kurz nachzureichen, doch die gelbe Karte für Anja Haupt auch noch gesehen. Und Vivian Badlau von außen. 17-14. Wichtig der Treffer, also kurz vor der Halbzeit. Auf jeden Fall. Nabilek Hey. Und wir haben nochmal die Möglichkeit, noch 30 Sekunden. Vielleicht auch 4 Tore zu. Erdmann. Schöner Pass, setzt sich da durch. Und jetzt gibt es 2 Minuten. Gegen Laura Neu. Und das bereits ihre zweite 2-Minuten-Strafe. Ist damit nicht ganz einverstanden. Ja, klare Ansage von Andreas Badlau, der Trainer von Gröber Schwerin. Überzahl. Mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen. 15 Sekunden noch. In der Halbzeit 1. Erdmann, geblockt. 10 Sekunden noch. Der Wedube. 5 noch. Künzel. Gehalten. Und das war's. 17-14, eine spannende, eine tolle erste Halbzeit zwischen dem SV Grünwald-Schwerin und dem HF Huck. Auch willkommen zur zweiten Halbzeit der SV Grünwald-Schwerin gegen HF Huck hier vom Kommandatorenplatz. Weiter neben mir Roberto, der das Spiel weiter mit mir analysieren wird. Wir haben eine tolle erste Halbzeit gesehen. 17-14, der Stand sagt eigentlich schon alles. Ein schnelles Spiel, ein tolles Handballspiel. Etwas zu wenig Fehler auf beiden Seiten. Etwas. So die Analyse auch der Trainer. Auch halt sehr kampfbetont. Und das ist das Schöne. Es geht relativ fair zur Sache. Ein, zwei Situationen sicherlich gibt es in jedem Spiel. Aber es ist, wie gesagt, wie wir es uns erhofft haben, schnell, rassig. Sind zwei Mannschaften wahrscheinlich auf Augenhöhe. Die einen mit dem Rückenwind ihrer 5 Spiele in Folge gewonnen zu haben. Schwerin, die sich jetzt erst wieder gefangen haben mit dem letzten Spiel. Vorletztes Spiel? Ja, letzten beiden Spiele konnte der SV Grünwald Schwerin gewinnen. In Stade und letzte Mal hier zu Hause. Und jetzt Steffi Dube mit dem Ballgewinn. Und sie sucht ihn selber. Und jetzt gibt es 7 Meter. Und es gibt keine 2 Minuten. Gegen Anja Haupt. Man muss dazu sagen, Grün-Weiß natürlich auch noch in Überzahl aus der ersten Hälfte. Und Vivian Badlau mit dem 7 Meter, wenn die Künstler den ersten verworfen. Vivian Badlau scheitert auch. An mehreren haben. Zum zweiten. Und Nabilek. Erfolgreich hoch jetzt wieder voll. Und Antje Thormann nimmt den Wurf selbst an den Pfosten. Ja, das sind natürlich Situationen, die man nutzen muss in so einem Spiel. Ja, ja natürlich. Also tolle Finte eben von Antje Thormann. Und
Ich glaube, der Ärger und der Groll darüber, dass das Ding am Pfosten geht, ist bei ihr größer als bei den Zuschauern hier. Ja, ein bisschen sind zu sehr auf der Abwehr drauf, habe ich das Gefühl, bei Hook. Zu dicht drauf, auf jeden Fall. Komm, kein... Oh, klasse Kreisanspiel. Und Nabelek mit einer Wahnsinnsparade. Sie hat hier so richtig reingespielt. Ja, mit dieser Phase, wo sie wechseln wollte eventuell. Und dann der stark gehaltenen Konter, dem Nachwurf. Ist sie drin im Spiel, ist heiß. Ja, jetzt können sich die Torhüterinnen hier auszeichnen. Und der Wurf von Pijak geht klar am Tor vorbei. Und jetzt heißt es wieder ein wenig Hektik rausnehmen aus dem Spiel. Ja, das, was Andreas Badler vorhin sagt in der Auszeit. Nicht zu hektisch werden, breit spielen, Räume schaffen und dann natürlich dieses Reinstoßen in die Lücken. Guck mal, hier haben wir eine ganz tolle... Aua. Oh, Stürmerfoul entschieden. Ja, es gibt doch keine Diskussion von keiner Seite. Und Steffi Dube macht aber ja Dickmann fest. Und jetzt gibt es die gelbe Karte gegen die Bank vom Hartpunkt. Ja, gehe gerne Trainer Jens Molko mit vollem Einsatz in seinem letzten Spiel für die HF Hook. Und Haupt scheitert am Block von Ernst. Und Steffi Dube mit dem Konter. Bartlau und wieder ist Hafenmann am Ball. Bei dem Spielstand, wir haben gleich die 4 Minuten rum in der ersten Halbzeit, wir haben noch kein Tor gesehen. Und das ist nicht geschuldet an der langsamen Spielweise der beiden Mannschaften, sondern insbesondere an den beiden starken Torhüterinnen. Und neu, Pfosten. Schönes blindes Kreisanspiel von Künzel auf Ernst. Und es gibt 7 Meter. Und die Frage, wer darf jetzt bei Grün-Weiß-Sparren? Sie? Wendy geht nochmal, ja. Ja, Wendy geht nochmal. Sagst du es richtig, Roberto? So, und jetzt der Tipp des Orakels. Oben rechts vom Schützen aus gesehen. Ich bin gespannt. Es war unten rechts und Hoppen mit dem dritten gehaltenen 7 Meter. Wahnsinnsbilanz. Ja, um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Gestern habe ich etwas Ähnliches gesehen. Da 4 gehaltene oder verworfene 7 Meter von 5 von einer Mannschaft. Auf einen ähnlichen Kurs bewegt sich gerade Grün-Weiß-Schwerin. Das sind immer die vermeintlich leichten Tore, aber es ist unheimlich schwer als Schütze mit einer gewissen Nervosität reinzugehen und zu wissen, sie hat den ersten davor gehalten, den zweiten danach gehalten. Das ist immer eine verdammt schwierige Situation für jeden Werfer, weil gerade in der Phase ist der Torhüter natürlich unheimlich präsent und strahlt mit seiner Sicherheit unheimlich viel Ruhe aus. Ja, und jetzt war ein wenig zu viel Einsatz von Laura Neu, Stürmer-Foul entschieden. Grün-Weiß-Schwerin mit Ballbesitz, aber noch ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen geplaudert. Wir haben es schon mal schlimmer erlebt beim SV Grün-Weiß-Schwerin. 2 7-Meter-Tore bei 12 Versuchen in einem Spiel. Ich glaube, das ist mecklenburgischer Rekord. Ich hoffe, es wird nicht weiter getoppt. Ja, wir haben auf jeden Fall jetzt 6,5 Minuten ohne Tor hier gesehen in der zweiten Hälfte. Das ist auch eine unglaubliche Bilanz beim Handballspiel. Und jetzt der erste Treffer in Halbzeit 2 durch Pesic.
17-15. Und 2 Minuten Strafe gegen Marleen Völzke. Zum Unverständnis der Hockerbank. Ja, normalerweise kann man beim Handball sagen, wenn du 6,5 Minuten ohne Tor bleibst, ist das zu lange. Für Hook bedeutet das 1-0 in der zweiten Halbzeit. Ist richtig, ist natürlich eine unheimlich lange Phase ohne Tor. Kann sich auch oftmals negativ auswirken. Weil Sprien jetzt Fehler macht, die sie in der ersten Halbzeit überhaupt nicht gemacht haben. Sie versuchen jetzt sehr breit zu spielen, in die Lücken zu stoßen. Und Vivian Erdmann da etwas übermotiviert. Würde ich gar nicht mal sagen. Der Ehrgeiz war da, sie stand immer zum Ball, zum Körper. Und er hat ja auch erst in der zweiten Phase unterbrochen, der Schiedsrichter. Da ja alles noch regelkonform. Es war ist auch da keine böse Absicht. Es ist einfach, man möchte den Ball, man will kämpfen. Und solange man die Möglichkeit hat, den Ball zu erreichen, denke ich mal, ist es umso schöner zu sehen, dass eine Spielerin sich an so einen Aufgaben aufreiben kann. Ja, der schnelle Angriff unterbunden von Schlüter. Aber gut gemacht, Bartlau jetzt. Und wieder gehalten von Horben. Das ist der Wahnsinn. Im Fußball gibt es ja immer so eine lustige Statistik, wie lange ein Torwart ohne Gegentore bleibt. Horben jetzt seit 8 Minuten in der zweiten Halbzeit. Seine Wahnsinnsbilanz für Drittliga-Handball. Nicht nur für Drittliga-Handball, weil es sind ja auch wirklich klare Sachen wie die 7 Meter, wie auch frei durch frei erarbeitete Kontermöglichkeiten, so wie jetzt hier wieder. Vivian Erdmann kriegt den Ball nicht richtig. Ball auf Steffi Dube und sie trifft zum 18-15. Und sie macht damit nicht nur den Ersttreffer in der zweiten, wie auch in der ersten Halbzeit, sondern sie bringt Grün-Weiß wieder mit 3 Treffern in Führung. Das ist unheimlich wichtig in dieser Phase, wo es nicht lief für den SV Grün-Weiß-Schmarin. Und sie hat auch die Torhüterin mal geknackt, was ja auch immer so ein wichtiger Punkt in einem Spiel ist. Zumal Hook ja auch mit einem gewaltigen Selbstvertrauen hier nach Schwerin gereist ist. Und der Treffer und zu früh abgepfiffen. Ärgerlich, aber er hat gedacht... Nee, er zeigt dir gerade an, es waren Schritte vorher. Sie geht im 4. Schritt hoch und wirft dann. Muss natürlich, zwar ist die Berührung vom Gegenspieler da, es muss natürlich geahndet werden. Dabei bleibt es beim Freiwurf für Hook. Und Bilzek und Orb mit Glück. Noemi Nabilek. Wir haben das noch einmal zu sagen. 10 Minuten gespielt, 2,5 Halbzeit. Spielstand 1-1. Das habe ich schon mal in einer ersten Halbzeit erlebt. Das Spiel endete 13-16. Das entspricht nicht den beiden Mannschaften. Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Aber jetzt wird es eine Abwehrschlacht. Eine Schlacht für die Torhüter, immer wieder zu glänzen. Und natürlich auch eine ungemeine Abwehrarbeit auf beiden Seiten. Und jetzt kommt das Pech dazu, ans Lattenkreuz. Ja, von Vivian Erdmann. Aber es ist eigentlich wieder zu viel Hektik im Spiel. Gerade bei Grün-Weiß-Schmarin im Angriff. Der Abschluss kam für mich eigentlich viel zu früh. Man hätte vielleicht viel mehr ausspielen müssen. Nein, ich denke nicht. Wir haben ja jetzt so schon gute 30, 40 Sekunden war der Angriff schon am Laufen. Abgestanden. Ja, und Joda Wenk macht sich bereit, um wieder ins Spiel zu kommen. Stürmer Foul entschieden. Hat sie gut gestellt, die Laura Neu.
Na, das Schirmerfeuer wollte sie auch haben. Also das wollte sie unbedingt ziehen, wollte die Angriffsbemühungen von Schwerin im Keim ersticken. Das ist ihr wunderbar gelungen eben. Und Anja Haupt mit dem Treffer zum 18-16. Und Erdmann scheitert erneut an Haven. Und der Tempo-Gegenstoß, Diekmann, zu weit gespielt. Und das Tor für Huck. Da schlägt sie noch nach, die Svenja. Skalnick macht ihren ersten Treffer und der Anschluss für Huck ist hergestellt. Und Erdmann scheitert erneut an Haven. Das Nachschlagen von Künzel bringt nichts. Und die Chance für Huck jetzt hier möglicherweise schon gleich zum Ausgleich zu kommen. Badlau setzt das klare Zeichen, hier ist kein Durchkommen. Wichtig für Grün-Weiß-Schwerin, in der Abwehr jetzt präsent zu sein. Sabelek. Hat 13 Minuten gespielt. Da haben sie am Anfang der Partie noch gesagt, oh. Das Spiel geht mindestens beide über 30. Jetzt können wir froh sein, wenn beide über 20 kommen, wenn das so weitergeht. Ja, ich denke mal, es kann schon an die 30 rangehen, auf jeden Fall. Die Frage ist nur, ob die Angriffsbemühungen jetzt von Schwerin endlich wieder Früchte tragen. Weil momentan ist es so, dass man das Gefühl hat, die Mädels stehen so ein bisschen auf dem Schlauch. Und es werden keine klaren Möglichkeiten mehr rausgespielt. Jetzt haben wir eine klare Möglichkeit und wir haben das Tor. Von Daniela Ernst zum 19-17. Ja, aber es war auch die erste wirklich klar rausgespielte Möglichkeit nach der Finte von Antje Thormann am Anfang der zweiten Hälfte. Ja, vollkommen richtig. Und das ist ja das, was das Schwerin-Spiel ausmacht. Wenn es nicht schnell geht, dann geht es über ein breites Angriffsspiel. Man muss lange passen, man muss immer wieder Bewegung in die Abwehr bringen, damit man diese Lücke hat. Und gerade, es ist immer schön zu sehen, wenn man so viel Energie aufwenden kann, den Kreiswerfer freizuspielen. Weil der Kreiswerfer arbeitet natürlich im Endeffekt im Abwehrzentrum. Umrankt von vielen Abwehrspielern. Und jetzt gibt es Gelb gegen die Schweriner Bank, weil sie sich beschwert hatten, weil Pesic da wieder in eine Schweriner Spielerin gerasselt ist. Ist natürlich unglücklich, dass es ausgerechnet wieder Pesic ist, die da Daniela Ernst umrannte. Aber auch das eine ganz normale Spielsituation, die einfach passieren kann im Laufe eines Spiels. Man hängt sich da natürlich auf als Schweriner. Und der Treffer für Huck durch Laura Schlüter. Ja, Diekmann holt den Ball gegen Wenk. Rabea Diekmann eben ganz starker Einsatz. Dort schmeißt sie in den Bodenpass, kann den Ball sichern, spielt den Pass raus. Also wirklich aller Ehren wert. 19-18. Und Pesic bricht ab. Schönes Spiel, aber dann am Tor vorbei. Und Jutta Wenk bleibt da liegen. Jutta Wenk. Wieder auf den Beinen, es geht weiter für sie. Ja, man setzt da wieder auf ihre Schnelligkeit, auf ihren Zug gegen diesen Abwehrverbund. Und da kommt sie, angesprochen, Jutta Wenk. Und das Tor! Ein wenig Glück hat sie da. 2018.
Aber da haben sie schön die Lücke gestellt für Yoda. Die Sperre war da, wenn man ein bisschen guckt, so wie Yoda eben, im Prinzip in der Gegenbewegung, sich da in dieses Loch reinzuarbeiten, zeigt ihre Klasse. Und wenn sie es Ball, so wie eben gesehen, den Ball auch noch so wunderbar einnetzen kann, sollte ihr auch jetzt Selbstvertrauen geben für die nächsten Aktionen. Haupt. Und richtig vor Thün, und das ist Vivian Padlau. Und der Treffer 5-0 bei Schwerin. 21:18 und Auszeit für Hux. Mal immer an die Außenseite. Wir haben eben in die Außenseite reingehört vom HF Hook. Der Zuschauer konnte es leider nicht mithören. Aber er sagte, dass die Mädels sich beruhigen sollen, dass sie klare Aktionen ins Kreuz spielen sollen und dass der Außen dann mal einlaufen soll, um so zum Erfolg zu kommen. Die waren ein wenig verwirrt. Man hat Beschwerden gehört, dass eben alle auf einen einreden und man nicht mehr wusste, was los ist, was man tun soll. Also quasi fehlende oder falsche Kommunikation beklagt bei Hook. Peter. Bekommt den Freiwurf. Ja, man muss. Ich denke, der HF Hook etwas zu weit auf der Abwehr drauf. Sie sind, haben nicht die Geschwindigkeit, nicht den Schwung, weil sie zu dicht auf der Abwehr draufstehen. Das ist Laura Schlüter erwischt. Ah, da steht sie wieder, Laura Schlüter. Auch für sie geht's weiter. Und weiter so kann es auch nur heißen für den HF Hook. Sie haben ein gutes Spiel gemacht, ein passives Spiel angezeigt. Diekmann. Bisic. Bisic da durchsetzt, es gibt den Freiwurf. Und jetzt muss gestellt werden, Schlüter. Und Nabelek mit der klasse Reaktion lenkt den Ball an die Latte. Gute Abwehrarbeit am Kreis von Hook. Gegen Daniela Ernst. Hat die Sperrinerin Glück, dass sie den Freiwurf bekommt. Badlau, Scheiter dann haben. Spielt eine starke zweite Hälfte. Haupt.
Block von Künzel. Also 1 gegen 1. Steffi Dube da verloren. Und 7 Meter für Huck. Nachdem Skubik da die schnellste am Kreis war und Schlüter kommt für den 7 Meter gegen Abelek. Und verwandelt 21-19. Aber auch da Glück für Schwerin, dass es den Freiwurf gibt. Ja, jetzt ist wieder momentan, jetzt stockt es wieder ein bisschen bei Schwerin. Man versucht das natürlich über ein kurzes Kreuz eine Entscheidung zu treffen, obwohl man vielleicht mit langem Kreuz deutlich effektiver werden könnte. Und die Abwehr steht momentan sehr, sehr tief. Ja, Joda geht da ohne Not hoch. Jetzt das passive Spiel angezeigt. Gegen Schwerin und Wendy Künzel mit dem Treffer. Das ist die Klasse, die Wendy Künzel auszeichnet und die sie so wertvoll für Schwerin macht. Jetzt aber gegenseitig der Treffer von Schlüter. 22 zu 20. Man hat auch in so einer Phase immer das Gefühl, dass sie sich dann auf Wendy Künzel verlassen, dass sie irgendwas macht. Und das Schlimme und Schöne ist, sie hat immer eine Lösung parat. Das ist ganz, ganz toll und das hält Schwerin momentan noch ein wenig auf Kurs hier. Da wurde gehalten. Künzel, jetzt gibt es 2 Minuten. Gegen Ann-Kathrin Skubich, die vorher am Kreis so toll reagiert, den 7 Meter rausgeholt hat. Jetzt muss sie 2 Minuten raus. Die Chance für Schwerin, das Spiel ein bisschen vorzuentscheiden jetzt mit einem Mann. Ich denke mal mehr und Vivian Erdmann mit dem Treffer. Die Vorentscheidung wird es noch nicht geben. Man kann jetzt versuchen, natürlich ein, zwei Tore draufzulegen und in der Abwehr zuzubeißen. Wenn man den Abstand eventuell auf 5 vergrößern kann oder auf 4, heißt aber nicht, dass Huck schon tot ist. Nein, ich denke mal, die werden hier bis zum Ende gegenhalten. Ja, es sind noch 9 Minuten. Es ist noch eine ganze Menge Zeit. Und der Treffer von Laura Schlüter. Auf die ist momentan Verlass im Spiel von Huck. Der schnelle Wechsel. Kurzzeitig doppelte Überzahl für Schwerin. Hat sich erledigt. 23-21. Erdmann scheitert an Haben. Diesmal Ernst am Kreis, die bessere. 24-21. Das, was wir vorher mit Skubnik auf der Hochseite gesehen haben, haben wir jetzt mit Daniela Ernst. Ist am Kreis schneller am Ball und kann das Tor machen. Ja, natürlich hat sie den Vorteil, sie antizipiert ihn, weil sie guckt ja im Prinzip Richtung Tor. Und im richtigen Moment abgesprungen, den Ball noch einen Kick gegeben. Oder einen kleinen Schlag. Das ist immer ausreichend, sowas. Und Nabilek hält gegen Schlüter. Und Wenk. Hoffen hält. Huck jetzt wieder voll. Und das Tor, das war ganz stark gespielt. Pesic mit dem Treffer. Huck hätte ja gerne eine 2-Minuten-Strafe gehabt. Vivian Erdmann, Tor.
25, 22. Das Schöne daran ist zu sehen, bei den Grün-Weißen, sie bäumen sich auf und wollen gar nicht, dass das Hook dichter rankommt. Das heißt, es gibt gerade in den Phasen, wo es scheint eng zu werden, kommt immer wieder eine Lösung. Sei es Vivian Erdmann, sei es auch Vivian Bartler oder jetzt auch zuletzt dem von Wendy Künzel. Man hat den Willen, diesen Abstand zu halten, irgendwie. Das ist halt in den letzten Spielen oftmals nicht so gewesen. Und heute hat man auch das Gefühl, die Mädels wollen miteinander und es gibt keine wirklichen Unstimmigkeiten. Es wird unheimlich viel gesprochen in Abwehr und Angriff. Das macht sich bemerkbar für die Zuschauer, für uns und natürlich auch für das Spiel von Grün-Weiß-Schwerin. Ja, der Abschluss am Kreis eben von Kubik schlecht, deswegen jetzt die Chance, hier auf 4 Tore wegzuziehen. 6 Minuten vor dem Ende. Steffi Dube zieht da an. Joda Wenk, schlechter Winkel, haben hält. Diekmann, Rabelek hält. Auch da hätte die Hooker Bank gerne einen Pfiff der Schiedsrichter gehört. Auch da bleibt die Pfeife stumm. Ah, schöne Variante. Aber auch, da haben sie sich aber auch nicht reinlegen lassen, die Mädels vom Halbhook. Der Pass angetäuscht auf Vivian Erdmann, der hochsteigt. Wenn Künzel dann mit dem Pass auf Steffi Dube. Wieder der Pass von Künzel auf Daniela Ernst. 26-22. Und neu. Nabilek hält. Und das riecht jetzt hier nach Vorentscheidung. Das riecht jetzt so ein bisschen nach Vorentscheidung hier. Ich will mich da noch nicht so weit aus dem Fenster legen. Es sind sicherlich jetzt 4 Tore. Bei 4,5 Minuten. Ja, aber es ist im Handball unheimlich viel möglich. Du kannst auch in 3 Minuten 4 Tore werfen. Es ist alles möglich. Und mit Kampfgeist und Willen geht eine ganze Menge. Aber ich denke nicht, dass wir heute das erleben müssen. Und ich vermute mal, dass du mit deiner Behauptung, dass das Spiel entschieden ist, recht haben wirst. Ja, vielleicht schreibt es Hooker Lügen. Wir werden sehen. Haben jedenfalls stark gegen Steffi Dube diesmal. Schossig macht sich fertig, wird gleich für die angeschlagene Ernst kommen, denke ich mal. Was ist eigentlich jetzt der Fehler von Schmerin? Es war aber ganz interessant zu sehen, dass Daniela Ernst, die nicht wirklich als Kreis agierte, sondern weiter vorstand, um die Sperre zu stellen. Genau, freien Raum. Ein schöner Pass an den Kreis. 26-23, schön eingelaufen von Hani. Die wir seit Anfang der Partie nicht mehr gesehen hatten. So, Daniela Ernst bleibt drauf. Schossig nach rechts außen. Ja, für Steffi Dube. Und er hat mal mit dem Treffer aber vorher abgepfiffen. Bartlau kriegt den Arm von Pesic ins Gesicht und da gibt es 2 Minuten und da ist auch zurecht. Das Klatschen hat man bis hier gehört, da braucht man gar nicht jetzt groß diskutieren. Es gab diese Handbewegung, untypische Handbewegung zum Kopf. Und Pesic sagt gerade, sie war es gar nicht. Also da möchte ich mir ja die Bilder nochmal angucken später. Bei Sport in Schwerin werden wir das sicherlich tun und das nochmal nachverfolgen. Aber mein erster Blick war auch, dass das Pesic war. Ja, würde ich jetzt von der ersten Behauptung her auch rausgehen, aber sei es wie es sei, 2 Minuten Strafe. Und Schwerin kann jetzt in den letzten 3 Minuten das Ding hoffentlich ruhig runterspielen, einen nachlegen
Und dann können wir davon reden, dass wir es geschafft haben. Ja, schossig geht nicht. Passives Spiel angezeigt. Jetzt muss Erdmann abschließen. Und es schließt ab. Ja, und Hook hat ein bisschen viel mit den Schiedsrichtern. Haben eigentlich eine gute Partie gepfiffen bis hierher. Ich gebe ihm jetzt gerade recht. Also ich habe auch 4 Schritte gezählt. Und Daniel Ernst sieht wieder. Ein Tritt in die Wade. Ja, den habe ich... Das haben wir doch sehr weh getan. Habe ich persönlich nicht gesehen. Und 2 Minuten jetzt gegen Julia Wenk. Das liegt jetzt, die erste 2 Minuten Strafe im ganzen Spiel ist für Grün-Weiß. Einfach mal. Da, ja doch, aber du könntest recht haben. Und ich denke mal, deswegen auch der höhnische Applaus von der Hockerbank. Und jetzt gibt es nochmal 2. Gegen Daniela Ernst. Sechs gegen 4 jetzt auf der Platte. Laura Neu. Und das war's. Der Ball nicht im Tor und jetzt sind es noch 2 Minuten. Aber jetzt müsste man eigentlich doch Manndeckung spielen, oder? Auf jeden Fall, jetzt nehmen wir doch gerade eine. Sie nehmen aber auch nur, wenn die jetzt die zweite, die dritte. Aber. Vivian Erdmann mit dem Treffer. 28-23. Man sollte nie alle außer Acht lassen, in dem Moment genau diese Unstimmigkeit hat Vivian Erdmann eben gerade genutzt. Und Nabilek hält im Gegenzug. Noch 1:20 zu spielen, das Ding ist durch. Kai hat recht gehabt. Das möchte ich jetzt auch nochmal unterstreichen. Ja, eine Erfolg der ganzen Mannschaft, aber insbesondere auch der starken Torhüterin Noemi Nabilek. Ja, heute mit fast 27 Paraden, das ist Wahnsinn. Ab und zu hat sie das Gefühl vermittelt, dass sie da nicht mehr rankommt. Also hat sie immer wieder reingearbeitet. Ja, eine. Und jetzt gibt es nochmal 2 Minuten. Oh. Und Diekmann und Bartlau, wir haben es angesprochen schon im Laufe des Spiels. Freunde werden heute nicht mehr. Und Vivian Erdmann muss jetzt runter. Und wir haben dreifache Unterzahl jetzt für Grün-Weiß, kurze Zeit. Und wir, boah, hast du das gesehen gerade von Rabea Diekmann? Deutet den Wurf auf den Kopf von Vivian Erdmann an, das muss nachher nicht mehr sein. Mal zu den dreien sagen, genießt es einfach, genießt es. Und ja, nee, es gibt 2 Minuten gegen Diekmann, die Bartlau da umhaut und dann auch noch mit allen Spielerinnen abklatscht. Das ist nicht mehr die feine sportliche Art. Auszeit genommen jetzt von Grün-Weiß-Sparin. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht mehr rein, oder? Nehmen wir es einfach mit Bildern mit. Weil das, was jetzt hier passiert, ist, glaube ich, viel interessanter. Ja, interessanter, aber nicht so schön.
Da wird die Stimmung ein bisschen aufgeheizt. Das muss nicht sein. Das muss echt nicht sein. Das muss echt nicht sein. Und da gehen auch die entsprechenden Leute dazwischen. Das ist auch gut und richtig so. Und jetzt wollen sie das Spiel sogar abbrechen lassen. Das sind jetzt unschön sehen, die dieses Spiel absolut nicht verdient hat. Denn es war bis hierhin ein ganz, ganz tolles Handballspiel von beiden Mannschaften. Ich glaube, wir haben heute die Hölle reif erfahren, live erlebt. Ja, aber... Entschuldigung, ich finde es ein bisschen schade, dass am Ende des Spiels keiner mehr über das ganz tolle Handballspiel spricht, was wir hier gesehen haben. Ja, sondern natürlich, es würde jetzt im Endeffekt im Nachspiel nur noch die Diskussion. Auf der anderen Seite geht es jetzt weiter hier. Und auch da gehen die entsprechend Verantwortlichen hin und sorgen für Ruhe. Und jetzt kommen noch die letzten 20 Sekunden hier. Daniela Ernst jetzt wieder auf dem Feld. Bekommt den Ball auch gleich. Jetzt wird es noch einen Abschluss geben hier, denke ich. Von Vivian Bartlau. Haben Held und damit ist das Spiel vorbei. Grünwald Schwerin. Gewinnen 28 zu 24 gegen den Fuck in einem über große, große Teile tollem Handballspiel. ...28 zu 24, das Endergebnis am 13. Spieltag hier in Schwerin, Grün-Weiß-Schwerin gegen die Handballfrauen Hennstedt-Ulzburg-Kiesdorf, das gleich mit einer Fehlleistung begann. Ich habe das 1:0 der Steffi Dube geklaut und der Joda Weng angehängt. Nein, also ich will es an dieser Stelle korrigieren, 1:0 war Steffi Dube. Das war aber nicht die einzige Fehlleistung in diesem Spiel. Wir haben einige gesehen und es war ein emotional gefühltes Spiel. Das hat man auch gesehen von Anfang an. Nicht nur auf dem Platz und auch nicht nur auf der Bank, sondern auch im Publikum. Was lief dann, Gästetrainer Jens Molkow, was lief denn bei Ihnen heute nicht richtig? Also bevor ich darauf eingehe, gehört sich das natürlich erstmal dem gegnerischen Trainer und der Mannschaft Grün-Weiß-Schwerin zu gratulieren. Der Sieg aus meiner Sicht geht auch in Ordnung am Ende, weil wir haben selbst auch viele Chancen, haben gerade in der ersten Halbzeit nicht verwertet und ich muss auch der Schweriner Torhüterin, der Nummer 1 heute, oder ein Riesenkompliment machen, sie hat hervorragend gehalten. In der zweiten Halbzeit war unsere Torhüterin sicherlich gleichwertig, aber gerade in der ersten Halbzeit, glaube ich, das war der Unterschied schon mal. Ja, und zu der ersten Frage, was hier heute so unruhig war, ich möchte mich auch noch mal entschuldigen für die Emotion, aber ich muss hier auch einfach sagen, wir wissen, dass das Schweriner Publikum laut ist. Ich habe das Schweriner Publikum leider auch noch nicht so aufgebracht erlebt, auch nicht unsere Zuschauer. Ich bin so ein bisschen, ich muss auch nichts zu sagen, wir dürfen auch nichts sagen, wir Trainer. Es gehören immer mehrere zum Handballspiel und ich fand das heute nicht so ausgeglichen und ich glaube, deshalb sind auch die Emotionen so hochgekochen. Das muss man fairerweise dazu fügen. Vielen Dank.
Herzlichen Glückwunsch an die Schweriner Mannschaft. War das von Anfang an klar, dass das ein Sieg werden wird, oder wie war das bei dir auf der Bank? Nein, das war nicht von Anfang an klar, und ich habe meinen Damen auch im Training gesagt, dass wir eine ganz, ganz enge Kiste hier heute haben werden, dass es am Ende dann ja doch mit 28 zu 24 ausging, müssen wir wirklich von Glück sagen. Und die ersten paar Minuten in der zweiten Halbzeit, wo wir eigentlich das Ding hätten entscheiden können, da hatten sie wahrscheinlich heute alle nur Daumen an der Hand, und wir haben die Dinger da nicht reingemacht, und ja, aber letztendlich über den Kampf, und wir haben heute eine sehr gute Abwehr gespielt, muss ich wirklich sagen. Alles klar, vielen Dank, herzlichen Glückwunsch, vielen Dank an das Publikum, und ein ganz besonderer Dank vom SV Schwerin, vom SV Grün-Weiß Schwerin geht an Jens Molkow. Sie beenden Ihre Karriere. Warum? Ja, wir haben zu Hause. Mir fällt das auch ganz schwer, meine Mannschaft so lange drüber gesprochen. Ja, und ich kann meiner Mannschaft nur alles Gute wünschen. Ich werde sie natürlich als treuer Fan unterstützen, um dort zu Ragnar Seite stehen. Aber für mich ist jetzt mal nach 25 Jahren Trainertätigkeit eine Pause, und ich muss mich dafür bedanken. Aber ganz, ganz vielen Dank. Das ist ja auch Spiel als Trainer für ihn, das letzte Heimspiel in diesem Jahr. Ich würde sagen, wir sollten uns alle gegenseitig eine schöne Weihnachtszeit wünschen, einen guten Rutsch, und dass wir uns im nächsten Jahr hier wiedersehen, und zwar am 15.01. in der Sporthalle an der Reiferbahn. Ich möchte dazu nochmal was sagen. Sicherlich werden wir am 15.01. in der Sporthalle an der Reiferbahn spielen, aber wir haben nochmal geplant, wir haben am 7.01. ein Mecklenburg-Derby, und wir haben geplant, dass wir dann mit einem großen Bus und den Fans nach Rostock fahren wollen, und ich denke mal, für einen kleinen Unkostenbeitrag von 10 Euro mit Eintrittskarte, denke ich, ist das eine gelungene Sache, und wir freuen uns, wenn der 50 Sitzplätze voll sind und wir nach Rostock fahren können. Alles klar, dann ist der nächste Termin der 7.01. Wir treffen uns dann alle im Bus. Ansonsten einen schönen dritten Advent. Gerade.